am Start. Hey Leute, ja, wie versprochen, dann etwas verspätet vielleicht der Recap zu diesmal drei Folgen, weil wir eine Woche vergessen haben. Drei Folgen Bad Batch und zwar Episode 7, 8 und 9. Und mit an meiner Seite diesmal nur digital der Matti. Hi, hi Leute. Sehr gut. Und ich hoffe, dass bei uns der Ton alles tippitoppi ist nach der Aufnahme. Meine Probeaufnahme war zumindest gut. Und ich würde sagen, wir starten mit Episode 7. In dieser Episode kam ein altbekannter Charakter für die Leute, die Star Wars, The Clone Wars und auch eventuell dann noch Rebels gesehen haben, wo er dann sehr alt war. Und zwar Commander Rex. Das ist... ja, wie der Name schon sagt, ein Commander. Überraschung. Und einer der ersten Klone tatsächlich. Der hat dann auch die Klonarmee angeführt und war, meine ich, wenn mich nicht alles täuscht, bei Obi-Wan, als die Order 66 ausgeführt wurde. Er konnte anscheinend entkommen, gilt im Imperium jetzt als tot, was dann auch die spätere, ja, das spätere Schicksal von ihm erklären dürfte, dass ihn keiner verfolgt hat. Und der will der Bad Batch jetzt helfen, ihre Inhibitor-Chips rauszubekommen, weil Wrecker, der kriegt halt langsam Kopfschmerzen. Immer mehr und das ist nicht gut. Und dann machen die sich halt auf so einen Schrottplaneten. Und dort befindet sich halt eine Kammer, womit die Inhibitor-Chips entfernen können. Wrecker dreht kurz vorher aber ein bisschen durch, weil der will dann die Order 66 ausführen. Und im letzten Moment kann er aber noch niedergeschlagen werden und ihm kann der Inhibitor-Chip entfernt werden. Er hätte zwar fast Omega weggeballert, aber das ist in Ordnung, weil danach hat er sich bei ihr entschuldigt. Und das ist im Prinzip kurz zusammengefasst Episode 7. Matti, wie fandest du Episode 7? Also Episode 7 fand ich, geht so. Also, dass dieser Rex jetzt wieder kam, war schon ganz interessant. Und dass jetzt das mit den Chips so ein bisschen in Fahrt kommt, ist jetzt auch nicht ganz verkehrt. Mhm. Da sind wir jetzt so ein bisschen aus dieser Schleife der langweiligen Tagesaufträge quasi raus. Und es geht so ein bisschen wieder ums große Ganze, finde ich. Also es ist schon ein bisschen besser geworden als die letzten Folgen, muss ich sagen. Und ja, ein kleiner Fortschritt auf jeden Fall in die richtige Richtung schon mal. Ja, genau. Ja, wie du schon gesagt hattest, sie durchbrechen jetzt so ein bisschen den Kreislauf mit den, okay, wir haben eine Folge und dann ist vorbei. Wir haben auch in der Folge erfahren, dass die offensichtlich alle Schulden haben bei Sully, weil die ziemlich viel Kosten auch verursacht haben und nicht nur gut Einnahmen gemacht haben. Was natürlich schlecht ist, wenn man bedenkt, dass die eigentlich nur die Aufträge gemacht haben, um Geld zu verdienen. Ja, und ich fand halt dieses, wie Wrecker sich dann bei Omega entschuldigt hat, eigentlich ganz nett. Sonst der Rest war halt okay. Das Beste an der Episode, würde ich sagen, waren halt eben die zwei, also einmal die Szene mit Wrecker und Omega und halt, dass Rex da war, weil Rex ist ein ganz cooler Charakter, der wird auch sehr gemocht in der Community. Und das waren im Prinzip auch schon so die Highlights der Episode. Sonst kann man da eigentlich nicht viel drüber berichten. Deswegen würde ich jetzt auch relativ flugs schon zu Episode 8 springen, also Folge 8. Ne? Und in dieser Folge ging es darum, dass die Bad Batch Credits verdienen wollte, indem die alte, ich nehme mal an, es waren Sternzerstörer, ausschlachten wollten, um die Teile zu verkaufen. Doch auf einmal, just in dem Moment, als die gerade anfangen wollten, taucht Crosshair auf, überraschenderweise, der dann nach gefühlten 100 Jahren auch mal wieder auf der Suche nach Dennis. Und der macht da ein bisschen Krawatz, ne? Genau, Crosshair will die Bad Batch quasi aufhalten und sucht nach ihnen, hat so einen Trupp Klonkrieger auch dabei. Und unsere Bad Batch schlägt sich da ganz gut, muss man sagen, auf jeden Fall. Und kann dann im Endeffekt auch in der laufenden Folge Crosshair so ein bisschen aus der Bahn werfen und ihn wieder von seinem Plan abbringen, alle gefangen zu nehmen. Ja, das stimmt. Ich habe gerade gesehen, dass mein Bild kurz abgekackt ist. Muss man eben wieder einstellen. So, jetzt sollte man mich wieder sehen. Hallo, hallo, ich bewege mich. Ja, alles gut. Genau. Und der Plan von Crosshair ist nämlich auch, dass er Omega holen will. Hast du das gerade erwähnt? Ich war kurz abgelenkt mit meinem stockenden Bild. Nein, hatte ich nicht. Ich hatte nur erwähnt, dass er quasi die Bad Batch von ihrem Vorhaben abbringen wollte, aber das stimmt natürlich, denn die, wie heißen die, Kaminoaner oder so? Ja, genau, die Kaminoaner.
Die Kaminoaner, die haben halt den Auftrag geteilt, Omega wieder dahin zu bringen, um ja quasi ihre Gene absahen zu können, weil die halt sehr wertvolle Gene quasi an Bord hat. Und ja, aber Crosshair ist halt nicht der Einzige, der losgeschickt wird, Omega zurückzuholen, ne? Ja, das stimmt. Und ja, wie du schon gesagt hast, der hat halt eben seine kleinen Klon-Truppler noch mit dabei. Und ja, die Gene sind da deswegen wichtig, wie wir dann später erfahren. Ich nehme das einfach mal vorweg, weil halt sie der zweite natürliche Klon von Jango Fett ist. Also der erste ist ja Boba, der ohne irgendwelche Wachstumsgene und so verunreinigt wurde, seine DNA. Und sie ist halt der zweite. Deswegen ist sie halt eben so wichtig für die Kaminoaner. Mhm. Ja, aber dieser Plan von Crosshair, der geht halt nicht so ganz auf. Ne? Die starten halt auf ein Triebwerk von dem Sternenzerstörer und die Klontruppler inklusive Crosshair werden halt weggepustet und Crosshair wird auch ziemlich verbrannt. Das ist nicht so gut. Der sieht ein bisschen aus wie ein Hähnchen, das so lange im Ofen war. Und dann wird er halt später verarztet. Allerdings ist das zum Glück nicht das Ende der Episode gewesen, denn es taucht auf einmal ein Herr auf, den wir auch wieder mal aus Star Wars The Clone Wars kennen, den du wahrscheinlich nicht kanntest, und zwar Cad Bane. Das ist ein Kopfgeldjäger, wie dann auch die nur Bad Batch-Zuschauer erfahren. Und der ja, duelliert sich einfach mal schön in einem Mexican Standoff mit Hunter und überraschenderweise verliert Hunter. Der wird halt einfach weggeballert, ne? Der Hunter sieht auch nicht so aus, muss man sagen, wie so ein richtiger Cowboy-Dude, wie der Kopfgeldjäger. Der hat schon eine starke Anlehnung daran, auf jeden Fall. Und der hat ja vorher auch schon eine ganze Ecke an Klonkrieger platt gemacht. Mhm. Tja, und so schießt der kurzhand dann Hunter mal in die Brust, kann man sagen. Ja, genau. Erstmal nimmst du den Finger von meiner Brust. Und Hunter bleibt dann natürlich erstmal liegen und hat keine Lust mehr aufzustehen, weil er tut dann weh. Ja, verstehe ich irgendwie auch nicht, ne? Der hätte sich auch ruhig mal ins Zeug legen können. Und sein Roboter ist aber auch ganz lustig, weil der wird halt von Hunter dann angeschossen, dem wird das Bein weggeballert. Und er so, ah, das finde ich nicht so gut. Jetzt muss ich humpeln. Und dann siehst du halt, wie der sein abgeschossenes Bein so als Krücke nimmt. Und dann, ja, verschwinden die halt mit Omega und die Bad Batch versucht dann noch in einer ganz interessanten Perspektive, man sieht nämlich alles dann aus Hunters Perspektive, versuchen die dann Hunter erstmal ins Schiff zu bringen und dann hauen die halt ab. Und damit endet dann auch die Episode. Genau. Wie fandest du die Folge? Also war das dann eine willkommene Abwechslung für dich am Ende? Ja, definitiv. Wo der Kopfgeldjäger aufgetaucht ist, hat man das Gefühl gehabt, dass jetzt so langsam die ja, eigentliche Story mal wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt. Da kommt ein Charakter, der immer so ein bisschen spritzig irgendwie wirkt und einfach ein bisschen Pep quasi da reinbringt. Und der kann ja auch was und das scheint auch so ein guter Kopfgeldjäger zu sein, sag ich mal vergleichsweise. Ja, und dadurch, dass Omega jetzt entführt wurde, merkt man, okay, das läuft jetzt nicht mehr so reibungslos und ja, dieser Hauptstrang, wie gesagt, nimmt halt wieder Fahrt auf, ne? Ja, genau. Und ich fand das halt auch irgendwie sehr witzig, dass sie jetzt wieder einen nach dem anderen, also einen Charakter nach dem anderen aus The Clone Wars und den Rebels, hieß es, genau, jetzt auch hier einführen. Und wie du schon gesagt hast, hier wirkte Cad Bane auch sehr stark und das war ja auch in Clone Wars, da konnte er sich teilweise mit Jedis anlegen. Und der hat es auf jeden Fall ordentlich drauf, hat ja seine zwei Blaster, sieht auch aus wie ein Cowboy, der hat einen Patronengurt, was keinen Sinn macht, weil Blaster brauchen keine Patronen, aber egal, das sieht cool aus. Und er hat halt einen fashion Hut und darauf kommt es an. Und ja, der verzieht sich dann halt mit seinem Droiden und Omega und wie es da weitergeht, das sehen wir dann in der darauffolgenden Episode, die ebenfalls schon erschienen ist, deswegen können wir schon darüber reden. Nämlich Episode 9, Entkommene Beute oder so hieß sie, glaube ich. Und da sehen wir halt direkt, Omega ist halt Gefangene von Cad Bane hinter so einer lustigen Energiewand, die wir aus Episode 1 kennen, kurz bevor Qui-Gon Jinn weggeschnetzelt wurde. Und ja, der Roboter beschwert sich die ganze Zeit, dass sein Bein kaputtgeschossen wurde und Cad Bane will ihm das halt nicht reparieren. Dementsprechend versucht er das die ganze Zeit und Omega sagt, komm, lass mich raus, ich helfe dir, mach doch mal. Und er macht es tatsächlich und sie hilft ihm dann auch teilweise. Aber nur teilweise, denn kurz bevor sie im Prinzip den letzten Reparaturschritt einleitet, ja, deaktiviert sie ihn mal, ne?
Ganz genau. Und dadurch kann sie sich dann auch befreien aus ihrem Gefängnis. Also, beziehungsweise dann kommt sie im Endeffekt tatsächlich erstmal frei und kontaktiert auch das erste Mal die Bad Batch wieder, ne? Genau. Und vor allen Dingen, kannst du dich noch an den Namen des Planeten erinnern, wo die landen oder stranden? Nein. Bespin aus Episode 5. Das war da, wo Lando Calrissian das erste Mal aufgetaucht ist und wo, Spoiler, Darth Vader eine Falle für unsere Helden bereit gehalten hatte. Und wo Luke seine Hand verliert. Rip Hand. Und ja. Das war ganz cool, vor allen Dingen, weil das hier so ein bisschen horrormäßig inszeniert wurde, kann man sagen. Weil die Stationen, die waren halt verlassen. Und alle mit so ein bisschen Nebel bedeckt. Und Omega konnte halt entkommen in die Station rein, konnte auch so ein bisschen Kontakt mit der Bad Batch aufnehmen. Und ja, sie flüchtet halt vor Cad Bane. Kurz bevor sie allerdings den entscheidenden Hinweis an die Bad Batch liefern kann, kommt Cad Bane, fesselt sie wieder, haut den Kommunikator kaputt. Und ja, aber wir hören einen Schuss und am Boden liegt eine Kaminoanerin, die anscheinend Omega auch kannte. Cad Bane will gucken, was da Phase ist und auf einmal springt jemand, den wir schon kennen, ums Eck. Nämlich die Kopfgeldjägerin aus The Mandalorian, wo ich jetzt mal nachgucken werde, wie die heißt. Währenddessen kannst du ja gerne weiterreden. Ja, die Kopfgeldjägerin legt sich mit ihresgleichen an. Also die beiden Kopfgeldjäger kämpfen eine Runde und sie kann kurzerhand auch den neu eingeführten Kopfgeldjäger, wie heißt er noch gleich? Cat Genau, Cad Bane Bane. besiegen und spricht kurz mit Omega. Omega will ein Signal wieder lossenden an die Bad Batch, um ihren Aufenthalt preiszugeben und ja. Das gelingt jetzt irgendwie dann auch nicht so wirklich, denn es wird auch gesagt, dass keine Zeit dafür bleibt. Denn Cad Bane ist natürlich auch noch nicht tot. Und die wollen schnell von dem Planeten weg, schnell mit dem Schiff irgendwie wieder weg und in Sicherheit quasi kommen. Aber Omega traut der Kopfgeldjägerin halt auch nicht wirklich über den Weg und versucht sie zu überlisten. Genau, Fennec Shand heißt die Gute. Die kennen wir, wie gesagt, schon aus Mandalorian. Und das Labor, wo die da sind, fand ich auch ziemlich cool. Das war auch wieder so sehr auf Gruselstimmung angelegt. Ne, da waren ja irgendwelche Klone drin oder so, die aussahen lustigerweise wie so, ja, wie man sich halt so Aliens vorstellt. Diese Grey Genau. Ones. Fand ich ganz witzig. Und ja, Cad Bane taucht auf. Beziehungsweise erst der Roboter, der dafür Stunk sorgt. Und Omega kann halt irgendwie so einen Tank umballern und Fennec wird kurzzeitig ausgeschaltet, während Omega sich weiter auf den Weg macht, ja, von denen wegzukommen. Und sie versucht halt von dieser Plattform runter zu klettern, während der Roboter die ganze Zeit versucht, die in die Seite zu pieksen. Und da klettert sie halt auf den Roboter, landet auf der Landeplattform und kann sich halt in einen Rettungspod sichern. Währenddessen kämpfen halt Fennec und Cad Bane dann weiter, wo man dann so ein bisschen schon raushört, okay, irgendwie scheint Fennec ein anderes Ziel zu haben als Cad Bane. Also so ein komplett anderes. Nicht so, dass die vielleicht der Auftraggeber noch einen zweiten Kopfgeldjäger beauftragt hat oder so. Und das Geld von Cad Bane geht auch verloren, was ein bisschen schade ist für ihn, aber egal. Und ja, Omega macht sich halt mit dem Pod auf in die Freiheit. Oder auch nicht, denn auf einmal setzt die Schubdüse des Pods aus, sie fliegt nach unten, wird aber aufgefangen in letzter Sekunde von unseren Freunden von der Bad Batch. Ja, die machen hier quasi einen auf ADAC, holen sie rein und alles ist gut. Und ja, die fliegen halt weg. Cad Bane verzieht sich auch, Fennec verzieht sich auch und wir fahren dann, wer die Auftraggeberin von Fennec war. Nämlich eine Kaminoanerin. Die Omega anscheinend freundlich gesonnen ist. Und, oder generell, wahrscheinlich waren die befreundet oder so. Weil der Haupt Mandalorianer, ja, Kaminoaner, wollte anscheinend einfach nur Profit und deswegen will die zurückhaben und ins Labor stecken, so ungefähr. Und diese gutartige Kaminoanerin, genau, so, ich wollte es wieder falsch sagen,
Ja, will nur alles Beste für sie. Und Fennecs Auftrag ist anscheinend beendet, weil die Kaminoanerin eingesehen hat, okay, die Bad Batch passt auf Omega auf. Genau. Und Omega erwähnt dann noch ein paar Mal, dass sie halt nicht zurück möchte auf den Planeten und quasi wie ein Fisch im Reagenzglas da sein will. Und ja, so wird ja dann auch von der Bad Batch quasi versprochen, dass das nicht wieder passieren wird. Genau, auch wieder eine sehr nette Szene. Wir sehen im Prinzip, wie Hunter hier wieder seine Vaterrolle einnimmt und alles dafür tut, um Omega zu beruhigen. Und genau. Daraufhin endet auch die Episode. Und wie fandest du die beiden Episoden? Ja, wie gesagt, also so wie die erste Episode von diesen zweien auch schon, wird die Geschichte weitergeführt quasi on the fly. Und die Story nimmt weiter ein bisschen Fahrt auf, bleibt spannend. Und ja, es ist halt ein Teil vom Hauptstrang, ne? Wie gesagt, die Kaminoaner haben sich jetzt wieder eingemischt, die Kopfgeldjäger kamen mit ins Boot, die Bad Batch war jetzt mal nicht quasi siegreich nach jeder Folge. Und das hat dem Ganzen halt nochmal so ein bisschen einen neuen Pep verliehen und ja, war auf jeden Fall besser als die vorherigen Folgen, aber bei Weitem. Ja, definitiv. Und ja, man hat im Prinzip schon gemerkt, dass nach Episode 2 ein tiefes Loch war, wo sie jetzt so ein bisschen wieder rauskommen. Und diese Doppelfolge hatte auch ordentlich viel Action. Die erste der beiden Folgen hatte halt auch dann den Cliffhanger mit dem, okay, Omega wurde entführt, was passiert jetzt? Was mich so ein bisschen an Mandalorian erinnert hat, wo Yoda entführt wird. Ich meine Grogu. Das könnte man jetzt bösen Willens sagen, okay, die haben es kopiert, aber oder wieder gemacht. Aber hey, böse Zungen. Oh, ja. Ich würde sagen, dass war doch wieder ganz nett. Vor allen Dingen dann auch Bespin, dass wir das wieder gesehen haben. Auch teilweise hatten wir echt schöne Bilder, die aussehen wie so Konzeptzeichnungen. Das alles wurde halt echt in so einem, ja, man könnte schon sagen, leicht gruseligen Horrorstil inszeniert. Das hat mir sehr gefallen. Dieses Labor hat mich ein bisschen an Alien erinnert, Alien 4, wo dann die ganzen Klone von Ripley drin sind. Töte mich! Das war schon irgendwie ganz cool, vor allem, dass auch Grey Ones waren, war ganz witzig. Und ja, war ganz nett. Das waren eigentlich auch so die Anspielungen, die mir jetzt alle aufgefallen sind an vergangene Star Wars Sachen. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie, was ihr noch so entdeckt habt. Und ich würde sagen, damit haben wir dann, ja, leicht verspätet, dann noch die letzten drei Episoden zusammengefasst und kurz drüber gesprochen. Ja, mal gucken, wenn einer vielleicht doch das sehen sollte, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Folgen fandet. Und ja, ich denke mal, ihr findet das auch alle gut, dass die Story jetzt fortgesetzt wird. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und auch ein Abo, wenn ihr Bock habt. Müsst ihr nicht, könnt ihr aber, ist empfohlen. Und vielleicht ein Like und aktiviert dann auch vielleicht die Glocke, wenn ihr schon abonniert. Ja, Glocke ist tatsächlich sehr wichtig, weil ich habe mal mitbekommen, dass die Benachrichtigungen gar nicht geschickt werden, wenn man ein neues Video hochlädt, sollte die Glocke nicht aktiviert sein. Deswegen genau. Wollt ihr nichts mehr verpassen, auch die Glocke aktivieren. Und ja, wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann schweige für immer. Und wir sind durch für heute. Wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, wann immer ihr auch das sehen möget. Und ja, wir sind raus. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.